Silvasi. Herzlich willkommen bei Das Silvasi Techno ET48 2.0. Und weil die Karo eh schon nicht so schön aussieht, darf sie jetzt zumindest auch mal nach vorne gucken. Ich hatte noch welche hier liegen von Fridolina. 18er Ritzel haben wir von 18er, 17er Ritzel habe ich glaube ich montiert. Ja, 17er Ritzel ist montiert. Der Logger zeigt jetzt ein paar km/h an. Das, was da piept, ist die Mamba-Kombo. Ich habe euch also nicht beschissen, das ist wirklich die Kombo. Hi. So, einmal noch. Hi. Genau den Punkt wollte ich nicht haben, da reißt mir immer der Empfang ab. Boah, echt mal eine neue Pumpe. Jo. Das sind 84 km/h. 84,2. Wir packen jetzt mal ein 6S rein und dann gucken wir mal. Ich schätze, so 110 km/h bringt er dann ein 6S. Das reicht völlig mit einem 17er. So, da guckst du. 6S haben wir jetzt. Wir gucken nochmal. Ja, 84, ja. Irgendwas. Es fängt ganz leicht an zu regnen. So, ja, das Auto bleibt da hinten jetzt stehen. Das ist, ja. Was sagen wir dazu? Nichts. Frei. Hat man einen schönen Torch-Twist gesehen. Ja, musst du aufpassen, der steht da hinten noch, ne? Die Räder werden vorne auch gar nicht groß. War das auf drei Rädern oder was war das gerade? Ja, war vorher noch ein paar Meter auf zwei Rädern. Also Wheelie geht in einem Truggy, in einem ultraleichten Truggy vor allem. Wie war das? They see me rolling, they hate it. Das musst du hier vorne machen, das sehen die Leute da hinten gar nicht. Komm, sag mal guten Tag. Übertreib es nicht. Jedes Mal wird es nicht, dann muss das Ding aufs Dach hier. Naja, wie auch immer. Die Karo ist ja eh nicht so schön. Muss ich jetzt hinterherkommen? Ich weiß ja, du bist nicht so schnell. So, wir machen jetzt nochmal ein bisschen Speed hier. Willst du nochmal? Ja, ist ja gerade alles frei. Ja, dann mal los. Ich hab schon drauf geguckt. Nicht spoilern. Ein bisschen zu viel Gas gibt, ist vorbei. Frei. Oh, Fahrrad. Ja, wir machen mal Schritte. Ich glaube, hier kriege ich jetzt nicht hin. Aber das war ja schon einigermaßen schnell.
Wir sind genau bei 100 km/h. Wie geil. Punktlandung. Ja. Ja, 100 km/h, 17er Ritzel. Man könnte bestimmt einen 18, 19, 20er montieren. Aber ich glaube, fürs Bashen wird uns das mehr als ausreichen, schon an 4S. Wir danken fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Das Silber Assi. Ciao, ciao.